In den letzten Tagen haben wir über Sophia Flörsch berichtet. Da hat sich nämlich Ralf Schumacher, der ehemalige Formel-1-Pilot und heutige Sky-Experte, nämlich sehr ausführlich geäußert. Und ja, Sophia Flörsch, das Talent abgesprochen und eigentlich nichts anderes zum Ausdruck gebracht, wie dass es das ihr Talent nicht reiche für den professionellen Formelsport. Nun ist aber auch klar, und da hat sich Ralf Schumacher auch dazu geäußert, der Traum seines Sohnes David für die Formel 1 oder vielmehr in die Formel 1 einzusteigen, der ist auch geplatzt. Die Einzelheiten dazu jetzt. Junge 22 Jahre und damit willkommen bei uns in der Sendung ist der Sohn von Ralf Schumacher, David Schumacher. Ja, und obwohl David Schumacher in der Formula Regional EM im Jahre 2019 mit doppelt so vielen Punkten unterwegs war wie die heutige Alpine-Juniorin Sophia Flörsch, war er damals gesamt Vierter. Und trotzdem ist klar, sein Traum von der Formel 1 ist geplatzt. Das hat nämlich wiederum Ralf Schumacher in einem Interview zugegeben und gesagt, da muss man auch realistisch sein. David hatte seine Chance. Da könnte ich jetzt auch sagen, naja, mit damals Charus, heute PHM, vielleicht nicht das beste Team gehabt. Er hat auch den einen oder anderen Achtungserfolg eingefahren, aber er hat natürlich in dem Moment halt einfach nicht genug Leistung gezeigt. Und führt weiter aus, das wäre genauso unrealistisch, wenn ich sagen würde, mein Sohn David wird jetzt irgendwann in der Formel 1 sein. Auch er hat nicht die Möglichkeit, nicht das Potenzial, in der Formel 1 zu landen. Das ist genau das gleiche Thema. Da muss man einfach ehrlich zu sich selbst sein. Da haben wir jetzt eine andere Richtung eingeschlagen. Ja, dem ging ein anderes Gespräch voraus und quasi hat er nämlich über den Niedergang der Formel 1 in Deutschland gesprochen, dass das für den heutigen Nachwuchs fast schon unmöglich ist, überhaupt da in die Formel 1 oder allgemein sich im Motorsport zu entwickeln und hat im Zuge dessen eben auch nochmal über Tramnitz und Goethe gesprochen, wo er bei beiden die Chancen, in die Formel 1 zu kommen, dann doch deutlich höher bewertet, als es zum Beispiel eben bei seinem eigenen Sohn David der Fall ist. Oder wie zuletzt auch über Sophia Flörsch. Und er sagt da auch, es ist eine unglaubliche Chance für die beiden, dass eben man im Red Bull-Kader aufgenommen wurde und sagt, ich freue mich, dass zwei deutsche Piloten die Chance bekommen, von Red Bull unterstützt zu werden und man das Potenzial in ihnen sieht. Ja, und Tramnitz sei eben auch dort, wo er gefahren ist, immer bei den Besten gewesen, lässt Ralf Schumacher zugleich auch noch wissen. Und Schumacher wiederum hält ihn auch für einen, Zitat, ziemlich sortierten jungen Mann, der ganz genau weiß, was er will, fokussiert ist und ein gutes Umfeld hat. Er hat eine vernünftige Familie um sich herum, was sehr wichtig ist. Und er hat fahrerisch auch einfach das Potenzial. Generell hat er so ein bisschen eine Warnung rausgeschickt an ja, all diejenigen, die da so ein bisschen drauf hoffen, in die Formel 1 kommen zu können und sagt, das Gleiche gilt auch für Goethe. Ich glaube, das Potenzial ist da. Die Frage ist noch, welches Team ist nachher da? Die Formel 3 ist ein ziemlich junges, unbestimmtes Feld. Da muss man sich dann noch durchsetzen. Das entwickelt sich so von Klasse zu Klasse. Ob man dann auch den Erwartungen gerecht wird, das bleibt abzuwarten. Ja, und da sind wir wieder bei dem Punkt, den Ralf Schumacher ja auch in den letzten Tagen ja kritisiert hat, dass Sophia Flörsch in der Formel 3 eben noch nicht wirklich was erreicht habe. Das ist auch so. Viele reduzieren ja Sophia Flörsch auch auf ihren Unfall im Jahre 2018 in Macau, wo Sophia Flörsch ja heute gar nichts mehr von wissen will, wie man in einem Einspielerfilm von Stern TV hat sehen können, wo Sophia Flörsch anlässlich der RTL Plus Doku nämlich zu Gast war und ein bisschen gereizt reagiert hat, dass sie eigentlich nur darauf stets angesprochen wird und nicht was in dieser Zwischenzeit passiert ist. Klar ist aber auch, für die Superlizenz reicht es bei Sophia Flörsch nicht im Ansatz, denn aktuell 0 Punkte ist man meilenweit davon entfernt. Und das sieht bei David Schumacher an dieser Stelle auch nicht anders aus. Zumindest mal kann man Ralf Schumacher 1 zugute halten. Er formuliert, kann man sagen, die Karriere seines eigenen Sohnes nicht besser, als sie in Wahrheit ist.
So kann man also eben nicht den Vorwurf machen, dass er andere, wie in diesem Falle Sophia Flörsch, kritisiert, aber seinen eigenen Sohn in den Himmel hebt. Also zumindest auch da ist er realistisch genug, um zu sagen, das Potenzial seines eigenen Sohnes reicht schlichtweg nicht aus für die Formel 1. Und dann muss er sich damit eben auch abfinden, der 22-Jährige. Also einen weiteren Schuhmacher wird man dann also wohl in der Formel 1 nicht zu Gesicht bekommen. Die Frage ist, ob man den einzig verbleibenden oder verbliebenen Schuhmacher, eben Mick Schuhmacher, eines Tages überhaupt nochmal in der Formel 1 sieht oder ob sein Zug wohl endgültig abgefahren ist. Davon sind die meisten überzeugt. Und auch Christian Danner hat ihn ja ziemlich hart kritisiert und eben auch davon gesprochen, dass ein möglicher Erfolg in der WEC 100% kein Rückfahrtticket ist oder vielmehr bedeutet, dass er da in die Formel 1 zurückkäme. Also auch da, glaube ich, ist für die nächsten Jahre oder auf absehbarer Zeit zumindest mal kein weiterer Schuhmacher in der Formel 1 zu erleben. Soweit für den Moment an dieser Stelle. Ich bedanke mich sehr für eure Aufmerksamkeit und dann bis zum nächsten Mal an dieser Stelle und tschüss.